Liebe Geschwister, Jesus Christus liebt euch und möchte auch heute mit euch sprechen. Da er euch segnen möchte, trifft er euch jeden Tag. Heute braucht ihr Gottes Wort, oder? Weil wir erwarten, dass er mit uns spricht. Aber denkt nach, was er für uns getan hat. Wenn ihr darüber nachdenkt, dann wird die Ermüdung verschwinden und ihr bekommt neuen Mut. In Psalm 66, Vers 20 sagt ein Gläubiger wie folgt: Gelobet sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Mein Gebet nicht verworfen, seine Gnade ist nicht von mir entnommen. Denkt bitte an diese zwei Sachen. Wenn ich morgens aufstehe, preise ich Gott als allererstes. Wenn ich ihn preise, danke ich ihm immer wieder, weil er mein Gebet beantwortet hat. Du hast mein Gebet nicht verworfen. Du hast erfüllt, wofür ich gebetet habe. Ich habe gestern hierfür gebetet. Diese Woche habe ich für all dies gebetet. Du hast alles erfüllt. Ich danke dir dafür. Nicht nur dies. Er hat seine Güte von mir nicht gewendet. Güte des Herrn ist es, die es uns sein lässt, ohne gestört zu werden. Denkt bitte nach. Überall gibt es eifersüchtige Menschen, Feinde. Das sind Feinde, die mit bösen Herzen erwarten, wann die uns zerstören können. Solche Menschen gibt es überall. Viele verwenden dafür Hexerei und schwarze Magie und wünschen, dass wir zerstört werden. Wie ist das, wir in der Gegenwart von solchen Menschen geschützt werden? Gottes Gnade. Seine Güte beschützt uns. Nur seine Gnade beschützt uns und leitet uns in der Mitte dieser bösen Menschen. Ohne seine Gnade und Güte wäre unser Leben längst beendet. Deshalb sorgt Gott, dass seine Gnade uns nicht verlässt. Denkt nach den folgenden zwei Sachen. Er hört mein Gebet. Seine Gnade verlässt uns nicht. Deshalb sind wir sicher in seiner Obhut. Eine große Freude erfüllt dem Herzen, als wir darüber nachdenken. Herr, ich danke dir für deine Güte. Als wir dies immer wiederholen, werden wir fröhlich und glücklich. Das Böse wird verschwinden und ihr geschützt sein, werdet ihr es sagen. Warum seid ihr ermüdet, sagt es laut und deutlich. Herr, ich danke dir, dass du mein Gebet nicht verwirfst, sondern zuhörst und mir antwortest. Dass du deine Güte nicht von mir wendest und durch deine Gnade mich schützt. Ich preise und lobe dich, Gott, da du mich leitest und führst. Auch heute stützt mich deine Gnade. Ich danke dir, dass du mein Gebet heute gehört hast. Im Namen Jesus Christus bete ich. Amen, Amen.